Der Weißtannenturm in Kehl, ein 44 Meter hoher Aussichtsturm, der 2003 errichtet wurde. Er befindet sich innerhalb des Gartens der zwei Ufer. Der Turm besteht aus drei tragenden Ständern aus Stämmen von Weißtannen, die in einem Forst in Nordrach gefällt wurden. Diese werden von verzinkten Stahlträgern und Zugstangen stabilisiert. An der Außenseite dieser Konstruktion führt der Treppenaufgang zur Aussichtsplattform in 35 Metern Höhe. Von ihm aus blickt man auf den Garten der zwei Ufer, der ein öffentlicher, grenzüberschreitender Park zwischen den Städten Kehl in Deutschland und Straßburg in Frankreich ist. Eine wunderschöne Fußgängerbrücke verbindet diesen miteinander. Um auf die 35 Meter hohe Aussichtsplattform zu gelangen, muss man 210 Treppenstufen, die aus Holzbohlen gefertigt wurden, hinaufsteigen. Bei dem Turm wurden etwa 100 Kubikmeter Weißtannenholz verarbeitet. Der Weißtannenturm mit seinem Garten der zwei Ufer ist daher ein beliebtes Ausflugsziel für viele Besucher jedes Jahr.